Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz, welches wir heute verabschieden, ist zusammen mit den zahlreichen Änderungsanträgen ein sehr umfangreiches Gesetz geworden, das neben den der Heil- und Hilfsmittelversorgung zahlreiche andere Teilbereiche anpackt und vor allem auch löst. Das Gesetz verdient nach meiner Auffassung die Zustimmung des ganzen Hauses. Und ich glaube, auch die Rednerinnen und Redner, und wir haben das ja gemerkt, hier auch von der Opposition her, mussten ja bisher Kritikpunkte quasi mit der Lupe suchen. Die in diesem Gesetz gefundenen Regelungen sind auch ein erster Fingerzeig für den Weg, den wir künftig gemeinsam mit den Erbringern von Heilmitteln gehen wollen. Mehr Verantwortung und mehr Kompetenzen. Die Blanko-Verordnung, bei der die Ergotherapeutin oder der Physiotherapeut künftig selbst bestimmen kann, welche Therapie er oder sie wie häufig anwendet, war eine wichtige Forderung der Heilmittelerbringer. Sie wird jetzt in jedem Bundesland erprobt. Einen der Schwerpunkte des Koalitionsvertrages bildet die Verbesserung der Qualität. Zum Thema Qualität der Hilfsmittel möchte ich sagen, dass wir von den betroffenen Patientinnen und Patienten in den vergangenen Jahren von extrem vielen Ungereimtheiten gehört haben, die sich im Laufe der Zeit immer weiter verschärft haben. Man könnte geradezu von einem Abwärtswettlauf bei den Ausschreibungen sprechen. Auch das gehört an einem solchen Tag wie diesen gesagt. Und diese unsägliche Qualität von Hilfsmitteln kenne ich natürlich auch aus der persönlichen Erfahrung mit meinen Eltern. Und was hier den Menschen teilweise bisher, es wurde ja schon erwähnt, das Paradebeispiel Inkontinenzwindeln zugemutet wurde, war für mich ein wirklich unsäglicher Zustand. Hinzu kam, dass dann Menschen, die ohnehin nicht gerade finanziell auf Rosen gebettet sind, aufgrund mangelnder Qualität zum Kauf von vorgeblich besseren Produkten ja nahezu genötigt wurden. Diese Zustände waren nicht mehr hinnehmbar und deshalb ist diese gesetzliche Neuregelung überfällig. Selbst die Kostenträger, meine sehr geehrten Damen und Herren, die natürlich immer auch ein Auge auf die Preisgestaltung werfen müssen, haben hier auch Zustimmung signalisiert. Wir werden also zukünftig dem Aspekt der Qualität gegenüber dem Preis eine höhere Bedeutung zumessen. Eines aber ist in diesem Zusammenhang klar, der Gesetzgeber, und hier sind wir uns wohl fraktionsübergreifend einig, wir werden scharf prüfen, ob diese gesetzlichen Regelungen auch in der Praxis so umgesetzt werden, wie wir das in diesem Gesetz nun heute beschließen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus den Änderungsanträgen möchte ich an dieser Stelle die Regelungen zur Anrechnung von Kindererziehungszeiten auf die Krankenversicherung der Renten herausgreifen, weil dieses Thema der CSU schon seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen ist und wir wirklich sehr froh sind, dieses in dem heute zu verabschiedenden Gesetz eingebracht zu haben. Wir haben in Deutschland ein weitreichendes Gerechtigkeitsproblem bei der finanziellen Ausstattung von Müttern im Rentenalter. Es ist für uns als Union nicht akzeptabel, wenn Mütter am Ende eines arbeitsreichen Lebens für Kinder und Familie mit einer Rente auskommen müssen, die zum Leben nicht reicht. Unsere Pläne zur Anrechnung der Kindererziehung auf die Rente, unabhängig vom Geburtsdatum des Kindes, kennen Sie ja. Besonders gravierend wird dieses Problem aber bei den Müttern, die beim privatversicherten Ehepartner mitversichert waren, während sie sich der Erziehung von Rentenbeitragszahlern, im Volksmund auch Kindern genannt, gewidmet haben. Etwa die Ehefrau eines Polizisten, die vielleicht 700 Euro Rente bekommt, davon als sogenannte freiwillige Versicherte aber 250 Euro an die Krankenkasse abzugeben hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind als Gesellschaft den Müttern zu Dank verpflichtet und das darf sich nicht nur im Reden erschöpfen. Deshalb haben wir in dem heute zu verabschiedenden Gesetz geregelt, dass nunmehr 3 Jahre für jedes Kind auf die Vorversicherungszeit der Krankenversicherung der Rentner angerechnet werden. Wir geben damit ein Signal der Wertschätzung, das auch bei heutigen und zukünftigen Eltern ankommt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass das vorliegende Gesetz ein wichtiger und ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, damit wir eine qualitativ bessere Versorgung darstellen. Und deshalb würde ich Sie bitten, sich nicht zu enthalten, sondern zuzustimmen. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin spricht Martina Stampfiewicz für die SPD-Fraktion.